Okay, Leute, es geht weiter. Und wir haben die Lösung. Wie ihr seht. Warte mal. Auch nachgeschaut. Ja, wir haben nachgeschaut. Ich glaube, warte. Sagen wir mal 30 Minuten Parts jetzt mal. Ja. Bis 22 Uhr. Was glaubst du, wie weit wir in der Story so weiterkommen würden? Wir müssen wir sind gerade bei Kapitel 10, ne? Mhm. 11 schaffen wir noch. 12 ist das letzte, ne? Stimmt. Zeitlabor? Ich muss dann wieder so viel lesen. Geh zurück ins Hotel. Ja, sind wir. Achso, das haben wir ja schon. Ich wollte den Dekan noch etwas fragen, aber... Achso, da waren ja die Typen da. Jetzt kommt die ganze Truppe. Professor Lu, willkommen zurück. Ich bin so froh, dass ihr beide gesund und munter seid. Ganz meinerseits, Liebes, ich hoffe, eure Rückkehr ins Hotel war nicht allzu beschwerlich. Überhaupt nicht, Luke. Überhaupt nicht. Luke war so freundlich und ist vorgegangen. Aber wo wir gerade von ihm sprechen, wo ist Luke eigentlich? Aber nun, bei unserer Ankunft wartet ein schwarz gekleideter Mann mit Schnauze hier auf ihn. Er war ganz schwarz angezogen? Ja, von Kopf bis Fuß. Es muss Shipley gewesen sein. Ich konnte seinen Namen nicht verstehen, aber er war unheimlich aufgeregt und redete auf Luke ein. Was Luke da hörte, gefiel ihm wohl gar nicht. Dann sagte er schließlich zu mir... Flora, es ist etwas geschehen und um das ich mich sofort kümmern muss. Es ist sehr wichtig. Bitte sag dem Professor, dass er seine Nachforschung ohne mich fortsetzen muss. Da. Du wirst nur, glaube ich, über Kapitel 11 die Wendung sehen. Sag, du hast doch schon diesen komischen Blick gesehen, als er zu Professor Layton gemacht hat, weißt du noch? Ja, ich weiß. Es wird diesen verdächtigen Blick. Ja, es wird noch was passieren. Ah. Der auch, wo er hingehen wollte? Nein, aber er meinte, er hat mir versprochen, sich später wieder mit uns zu treffen. Der große Luke ist wirklich noch scharfsinniger, als ich dachte. Sogar über unsere nächsten Schritte weiß er schon Bescheid. Verdächtig. Professor, ist irgendwas? Verdächtig. Keineswegs, Luke. Mir ist nur gerade eine Kleinigkeit wieder eingefallen. Weißt du noch, wer uns als erstes darüber aufklärte, dass wir uns in der Zukunft befanden? Das war der große Luke, oder? Ja, so ist es. Sie haben Besuch, Professor. Besuch? Wer mag das sein? Verzeihen Sie an den unangekündigten Auftritt, Layton. Oh, hallo, Herr Inspektor. Bitte treten Sie doch ein. Was kann ich für Sie tun? Mir ist da etwas aufgefallen, als ich durch die Stadt streifte. Wie soll ich das nur sagen? Ich fürchte, es mag völlig irrsinnig klingen. Aber was ist denn geschehen? Ich habe eine Beobachtung gemacht. So bizarr es auch ist. Ich bin mir meine Sache sicher. Erinnern Sie sich noch an unser Gespräch über jene Explosion an dem... Wie hieß es nochmal? Ach, natürlich. Am Institut für polydimensionale Forschung, verdammt. Vor ein paar Minuten sah ich eine Person, die einem der Opfer zum Verwechseln ähnlich sah. Ich werd verrückt, sie meint doch nicht etwa Claire, oder? Aha, also haben sie sie auch. In der Tat, Herr Inspektor. Sie sind nicht der Einzige, auch wir haben diese Dame gesehen. Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Aber es kann sich nur um Zufall handeln. Na, wenn Sie das sagen, verzeihen Sie mir. Sind das wohl die Pferde? Sind mir da wohl die Pferde durchgegangen. Ich kann nur hoffen, dass es eine logische Erklärung für die Sache gibt. Wenn es tatsächlich kein Zufall sein sollte, so handelt es sich womöglich um eine Verwandte von Claire. Ich werde einen weiteren Blick in die Akten werfen und nach eventuell Verwandten suchen. Und wo wir vom Suchen sprechen, haben Sie hier irgendwo Barton rumlaufen sehen? Oder Luke Duduk? Achso, Barton? Nein, ganz gewiss nicht, Herr Inspektor. Er ist doch irgendwo, ne? Dieser Tagträume, ohne mich hätte ihn schon vor Ewigkeiten entlassen. So viel sage ich Ihnen. Eigentlich ist er ja ein patenter Charakter und ich passe gern auf ihn auf, aber... Na, wie auch immer, wenn Sie Barton sehen sollten, sagen Sie ihm, er soll bei mir antanzen. Wiedersehen. Sollen wir jetzt suchen? Ich weiß gar nicht. Und wohin führt uns unser Abenteuer als nächstes, Professor? Aber Flora, dies ist doch eine Untersuchung, kein Abenteuer. Etwas mehr ernst, bitte? Halt die Fresse. Ich hasse ihn, wenn er so einen auf Erwachsenen tut. Ich nehme es sehr ernst, Luke. Ich war nur etwas aufgeregt. Ich bin eben nicht gewohnt, den Professor auf all seinen Untersuchungen zu begleiten. Ganz im Gegensatz zu dir. Ja, irgendwie. Der Professor und ich sind immer gemeinsam unterwegs, das stimmt. Also ich für meinen Teil freue mich sich über einen Enthusiasmus zu Flora. Wir werden die Sache zu dritt auf den Grund gehen. Los geht's. Und was auf den Grund gehen, weiß ich nicht. Ja. Okay, da hilft mir irgendwie. Sammle zu Tipp, ne? Ja. Sammle Informationen über was denn? Ja, geht zu Barton einfach. Oh, ihr seid schon wieder unterwegs? Ja, da sind wir. Übrigens, Becky, wir wollen die Themse und ohne allzu große Umwege überqueren. Könntest du uns da weiterhelfen? Ja, mal überlegen, da gibt es doch eine Brücke, die liegt weit hinter Chinatown.
Entschuldigen Sie, die Herren, Sie wollen über die Themse? Ach so. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Oh, Großmutter, ich dachte, du würdest immer noch schlafen. Früher gab es einen unterirdischen Tunnel, durch den man das andere Ufer gelangen konnte. Weißt du noch, diese komische Kugel? Kugel? Ja, diese komische Kugel, wo dieser komische Vogelmann da war. Der ich sagte, glaub der, schon. Der sagte, der wurde durch Maschinen ersetzt. Okay. Er führte geradewegs unter der Themse durch. Man flanierte einfach bis zum anderen Ufer. Hui, ein Tunnel unter dem Fluss. Das klingt ja irre. Aber leider sperrte der Clan den Tunnel, sobald er an die Macht gekommen war. Höchstens Segal kennt vielleicht noch einen Weg hinein. Segal, meinen Sie? Kennen Sie ihn? Er ist nicht zu verwechseln. Blaue Kappe, buschige Augenbrauen, schelmische Grinsen. Man könnte sagen, wir beide kennen uns schon seit Menschengehecken. Heute ist er oft auf dem Schwarzmarktbazar anzutreten. Genau, ich bin mir sehr sicher, dass wir ihn werten Bekannten bereits kennengelernt haben. Buschige Augenbraue, du weißt doch noch, Luke. Luke? Hm? Wo ist er denn hin? Vor einem Augenblick war er doch noch hier. Oh, ihr beide sucht nach Luke? Der ist gerade eben zur Tür hinaus marschiert. Allein, aber wo sollte er denn nur hinwollen? Bitte verzeihen Sie, meine Dame, aber wir müssen flugs meinen jungen Freund suchen gehen. Herzlichen Dank dafür, dass Sie uns von Hans Egal erzählt haben. Überhaupt nicht der Rede wert. Guter Service hat die höchste Priorität im Hotel Duke. Du. Wo ist er hin? Kinder Luke, ich glaube, ich weiß auch, wo der Wichser ist. Weiß egal. Ja, glaub schon. Ich mache mir Sorgen, Professor. Wo könnte Luke bloß hingelaufen sein? Ich weiß nicht, aber ich teile deine Bedenken. Es sieht ihm gar nicht ähnlich, einfach wegzulaufen. Vielleicht wollte er sich auf eine Mission begeben, wie sie, als wir den Pagodenturm betraten. Trotzdem ist es für ihn allein zu gefährlich. Wir müssen nach ihm suchen. Wie geht's? Ich weiß nicht. Wenn wir mal nachgucken. Haben sie... Ja... Nein, natürlich, aber ich weiß nicht mehr, wohin gelaufen ist. Ist ja gar nicht schlimm, sie waren uns eine große Hilfe. Ja. Aha! Ihr habt aber den guten Grund, nicht einfach von der Seite zu quatschen. Wir blästen sie ja nur um, aber sie haben es unbedingt. Ja. Ja, das kommt hin. Das ist noch einer, glaube ich, für Auto oder Papagei. Ja? Ich glaube Auto. Sagen. 100? Haben wir 106? Ja, ne? Ja, 60 Picarat. Das Hemd. Ach so. Falls du dich je gefragt hast, wie das Zielfoto eines Hennrinds aussieht, dann bist du hiermit schlauer. Oder zumindest wärst du es, wenn nicht irgendein Hühnerhasser das Bild in 1000 Stücke zerrissen hätte. Die naheliegende Frage ist hierbei selbstverständlich: Welches Huhn hat den 7. Platz belegt? Glaubst du, du kannst es herausfinden? Kannst du die richtige Antwort ein? Okay, wie sollen wir vorgehen? Das ist ganz Ding. Das ist der erste, ne? Ist es der da? Nein, ne? Ne, erster. Guck mal hier die Linie. Warte mal, Notizen. Erster. Okay. Zweiter? Das ist der zweite. Das ist der. Nee, ist er nicht. Guck mal, sein Kopf ist auch hier. Okay, wo ist aber sein Kopf dann? Da! Ja, und sein Kopf ist das hier, oder was? Na, guck mal, die Linie. Er überquert die Linie schon. Ach so, okay. Noch nicht. Siehst du doch. Aber wo ist sein Körper? Körper ist, welche von den könnte sein Körper sein? Das da. Guck mal, von der Form hier passt es doch. So schräg abgeschnitten. Siehst du das? Stimmt, ja, stimmt. Kann er der zweite sein? Das ist der zweite. Zwei. Also der da. Hier ist ja kein Buchstabe. Das ist egal. Zwei. Okay. Da hast du den Kopf, oh Mann, nochmal zurück. Der da. Wo ist dein Körper? Ich glaube, das hier. Das da, ne? Drei, vier. Vier. Fünf, sechs. Fünf, sechs. Jetzt gucken, wo die Federn rauskommen. Hier. Also siebte. L? Ja. Okay. So sollte es stimmen. Falsch. Da muss ich einen Fehler gemacht haben. Okay, wartet. Okay, wir haben die Lösung. Es ist E. Nach langem Ausprobieren haben mal wir E. Mal sehen, ob das stimmt. Es stimmt. Ganz wie ich vermutete. Ja, ist ja schön. Okay. Mann. Puh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Und unser kleiner, der fetzt uns wie rechts hinunter mit seinem Gesicht wie 7 Tage Regenwetter.
Okay. Soll ich Rätsel reingucken? Index? Ja, soll ich jetzt Rätsel suchen oder? Ja, wäre besser. Wird gemacht, ist klar. Guck mal, Rätselindex. Hat mich 106? Müsste ja. Blätten sind tief. Ja, okay. Ja, haben wir. Gut. Wir gehen mal jetzt überall rum. Und suchen mal nach Rätsel, die wir später nicht mal machen müssen. Gibt's denn noch eins? Was? Gibt's denn überhaupt noch eins? Ich weiß nicht mehr. Der Dorfwald ist wieder da. Irgendwie ist mir jetzt schlecht, ich weiß nicht. Dir selber? Mhm. Ich glaube wegen zu wenig Essen. Ich hab gesagt, iss was. Und du machst dir jetzt was zu essen. Kann ich jetzt nicht mit Essen hier ankommen? Klar, ich drück einfach weiter. Gleich. Nee, gibt's bestimmt nicht. Lass mal suchen, aber. Ja, okay. Ja, ich sagte jetzt jeden, dass wir den Luke suchen sollen. Ob ich nichts Besseres zu tun habe, einen kleinen Bastard zu suchen. Hier. Yeah. Was wollen Sie, wie tut sie mir nicht? Ich will Sie nur etwas fragen, kein Grund zur Aufregung. Na gut, was ist? Finden Sie sich noch einen kleinen. Ja. Der mit dem blauen Kappe und dem unvorstellbaren, eisigen, bösartigen Blick. So würde ich ihn als allerletztes beschreiben. Aber ja, wie durch. Also, ja, habe ich nicht gesehen. Wieso ist er weggelaufen? Entweder das oder er erkundet die Stadt auf einen Fuß. Ich weiß nicht mal. Wenn Sie ihn damit vom Hals halten, dann hoffe ich, Sie finden ihn bald wieder. Ja, danke. Ja, auch immer jetzt hat er keine Angst. Ja. Was sagt der Inspektor denn? Ja, sehen Sie, was gibt's denn? Inspektor, haben Sie zufällig gut gesehen, er ist vor wenigen Augenblicken rausgelaufen. Komisch. Also die U-Bahn hat er nicht genommen, sonst hätte er mir sonst so hier sicher. Ich verstehe. Dann ist er wohl Richtung Themse gelaufen. Und ich dachte immer, dass sie und der Racker wie Pech und Schwefel zusammengehören. Na, irgendwann wird wohl jeder Piepmatz Flüge. Ich mache mir nur Sorgen, wohin die Flüge. Ja. Barton nutzt mir den Zähne mindestens einmal die Woche zumindest. Natürlich ist Luke einiges clever als Barton. Keine Sorge, Layton, da sehen Sie bald wieder. Wie sagen Sie dort? Ja, ist gut. Schon wieder habe ich keinen Bock, das zu lesen alles. Ja, wo musst du jetzt hin? Zur Themse. Hm. Ich versuche aber jetzt immer ins Casino zu gehen. Nein, das geht mir nicht. Ich glaube, dieser komische. Da ist das, er ja. Luke, da bist du ja. Oh, hallo, Professor. Hast du einen kleinen Spaziergang unternommen? Dürfte ich mich vielleicht anschließen? Sicher, entschuldigen Sie, dass ich ausgebüxt bin. Ich musste nur etwas nachdenken. Es war all die Jahre wirklich schön mit Ihnen. Mittlerweile sind wir uns natürlich, stimmt's? Natürlich sind wir das. Schließlich sind wir beste Freunde. Und mit Freunden verbringt man seine Zeit nun mal am liebsten. Papa hat mir gesagt, dass er London der Arbeit wegen bald verlassen muss. Ja, ich erinnere mich, er hat mir es gegenüber ebenfalls erwähnt. Sag mir eins, Luke, würdest du sagen, dass wir beide echte Freunde sind? Aber selbstverständlich sind wir das. Also, das wäre eine Frage. Dann brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen. Echte Freunde sind unzertrennlich miteinander verbunden. Weißt du? Und egal, wie weit voneinander entfernt sind, ihr Bund bleibt auf ewig bestehen. Das erinnert mich irgendwie an Kingdom Hearts. Wahre Freundschaft macht Zeit und Raum bedeutungslos. Verstehst du das, was ich damit sagen will? Ich bin pädophil. Ich glaube schon, Professor. Ausgezeichnet, lass uns schnell weiter. Wir haben noch viel Geheimnisse zu lüften. Klingt gut, Professor. Haha, es freut mich, dich so frisch und quick zu sehen, mein Junge. Errätest du denn auch, wo wir als nächstes hingehen? Ich habe mir Folgendes überlegt. Dimitri ist sicher an den Ort geflohen, an dem die Zeitmaschine gebaut wird. Die Frage ist nur, wo dieser Ort ist. Eins steht fest, wir können die Paguntum ausschließen. Exakt, besinnen wir uns auf die Hinweise, die wir verstreut in der Stadt gefunden haben. Ist dir bei unseren Untersuchungen irgendwas Verdächtiges ins Auge gefallen, mein Junge? Ach, ich weiß, was hat das mit den anderen Männern in weißen Kitteln auf sich? Das waren Alabur-Kittel, keinen Zweifel. Vielleicht arbeiten diese Leute wie Dimitri. Ein guter Anfang. Denken wir etwas weiter zurück. Wir haben mehrere dieser Herren getroffen. Zwei, oder? Was hatten sie außer ihrer Kleidung noch gemeinsam? Drei. Ja? Aber natürlich. Ihre Frisur. Sie waren alle pitchnuts, als ob sie durch Wasser gelaufen wären. Ach, dieser Fettsack noch. Ja, ja. Doch wo genau könnte das nur sein?
Was wäre denn mit der Themse? Vielleicht sind sie diese Männer durch den Tunnel bis zu diesem Teil der Stadt gelangt. Flora, welchen Tunnel meinst du bitte? Wir haben die nette Dame im Hotel gewahrt, wie man ans andere Ufer des Themse gelangt. Und da hat sie uns von der einen Tunnel erzählt, der unter dem Fluss hindurchführt. Ich werde verrückt. Ja, es schienen so einige Personen im Laborkette herumzutreiben. Und trotz ihrer Verschwiegenheit ist es schwer zu erraten, wo sie kommen. Ich vermute, dass diese Männer in einer Forschungseinrichtung am anderen Ufer der Themse arbeiten und dass sie nach der Arbeit in dieser Teil der Stadt den Rest ihres Tages verbringen. Und diese Theorie hatten sie die ganze Zeit im Kopf, Professor? Nun, ich spielte mit dem Gedanken, ja, wieso würden sie denn sonst durchs Nest herumlaufen? Wir haben zu viel von ihnen gesehen, dass alles ein reiner Zufall sein könnte. Ich bin mir sicher, dass sich die Forschungseinrichtung jenseits der Themse befindet. Unglaublich, ich habe noch viel zu lernen, bis ich so brillante Schlüsse ziehen kann. Nun denn, lass uns zurück zum Schwarzmarkt-Basar gehen. Dann gehen wir später, aber vorher müssen wir mit dem Mann mit den buschigen Augenbrauen sprechen. Sein Name ist Guy. Egal. Na gut, wenn du das sagst. Das hat Bezug auf Naruto. Meine nächste Rede wird am ersten Schritt, dass wir lösen den Watz nur ab. Mhm. Also. Er hat es nur betrachtet. Er kam auf schwule Gedanken. Layman. Ja, du bist brillant. Irgendwie sind alle hier. Ich werde so gerne mit aus. Ja. Er hat so richtige Hoden als. Okay. Mhm. Ja, was ist schwarz mehr? Wir haben 119 gelöst. 119, ja. Wir sind viel schneller als ich dachte. Da wollen noch 11 Rätsel. Echt jetzt? Mhm. Ja, und wir haben noch versteckte, ne? Ach ja, stimmt. Okay, dann noch 15. Na, wir 107. Also 23. Wir sind gerade bei der Rätsel 307, weißt du mehr? Ach ja, stimmt. Guten Tag, Sigal. Oh, das ist ja erstmal seit Ewigkeiten, dass mich jemand mit einem echten Namen anspricht. Sagt mal, wer hat euch den verraten? Wir wohnen zurzeit im Hotel Duke, die Besitzerin hat uns ihren Namen verraten. Ach, die gute Margaret. Ja, sie ist wirklich ein Goldstück. Also, was kann ich für euch tun? Wir suchen nach einem Weg nach anderen Ufer der Themse. Können Sie uns vielleicht weiterhelfen? Habt ihr es mal mit Schwimmen probiert? Nun, diese Möglichkeit haben wir zugegebenermaßen noch nicht in Erwägung gezogen. War ja nur ein Scherz. Am Steg vor den Thames Arms liegen einige Boote an, mit denen ihr rüberschippern könnt. Aber die gehören dem Clan, also würde ich euch an eurer Stelle die Finger davon lassen. Man sagt, dass sie eventuell einen anderen Weg als gegenüberliegende Ufer kennen. Ah, also Margaret hat euch als alles eingeweiht, wie? Im Großen und Ganzen ja. Na gut, aber da drüben ja an der Ufer kann es schnell gefährlich werden. Nicht dorthin wagt, solltet ihr auf den Kopf gefallen sein. Da. 108 fehlt. Pozeklötzchen. 108 fehlt. Stimmt. Boah, das. Buxidi 3. Ach, das kennt man ja schon. Das war kompliziert. Nicht mit anderen Richtung. Das andere? Nee, das andere, oder? Ach so, okay. Ja. Hä? Das habe ich eben schon fast gehabt eigentlich. Geht doch. So sollte es stimmen. Das war jetzt echt reines Glück. Auch nur probieren, ne? Mhm. Ganz wie ich vermutete. 108 fehlt. Also wo kann 108 sein? Kann das sein, vielleicht bei der Katze? Ja. Na schön, hier einmal Rad. Gleich am Ufer ist ein kleines Gebäude mit einem schweren Eisentor. Und jetzt ein Tunnel, der unter das Fenster führt. Ja. Zahnstoß. Achso, ein Zahnstoß, fahren Sie fort. Um dem Code zu erschließen, müsst ihr ein verzwicktes Interview zu hören. Aber da ihr Knobeltanne ja schon bewiesen hat, sollte diese Aufgabe euch ein leichter sein. Katze? Ja. Ja, war klar. Ja. Oh nein, steckst du etwas schon wieder in der Bredouille? Ja. Brumm. Mount, genau. Junge, da wird's halt alle sind gegen sich. Ja. Hund und Katz. Oho. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Hier etwas tierische Mathematik. 0 plus 1 gleich Hund. 3 plus 6 plus gleich Hund.
7 plus 9 gleich Hund, Katze. Katze, Katze. Okay, 0 plus 2 Katze, 6 plus 7 Hund, Hund, 11 plus 12 Katze, Hund. Wenn diese Gleichung zutreffen, wie lautet dann der kleinstmögliche Wert, der in der folgenden Gleichung für das Fragezeichen eingesetzt werden kann? Was, was? Der kleinstmögliche für Hund, Hund, Hund. Ach so, Hund und Hund. Ja. Der kleinstmögliche? Ich check das gerade nicht. Ich check es auch nicht, diese Hundemathematik da. Hat das irgendwie Sinn? Wegen der Katze. Die Katze nervt. Wozu braucht man die Katze dann? Gib mal Antwort eingeben, mal sehen, wie groß die Zahl sein kann. 3. Okay. Aber das soll die kleinstmöglichste sein. Guck mal, 6 plus 7 gleich 2 Hunde. Ja, deswegen dachte ich auch irgendwie. Weißt du, was ist 13? Und plus 1? Ja, 13. Nein, das war zu simpel. Wieso? Ja, guck mal, 6 plus 3 gleich auch und. Ich verstehe diese Mathematik nicht! Warte, ich muss mal aufschreiben. Das ist 1, ne? Nach diesem Reden. Mhm. Also hier ist 1. Hier wäre 9. Da 16. Und hier 28, 2, 2, 13 und 23. 23. Was war das? 13. Boah, im Magen. Okay, macht irgendwas von den Sinn? Nein. Ich verstehe nicht die Mathematik. Ich verstehe diese Mathematik. Vielleicht hat es mit geraden Zahlen zu tun und so. 6 und 7 sind nicht gerade. Wieso ergibt 0 plus 1? Oh, 6 und 7. Da, 6 plus 7. Oh. Okay, 6 ist gerade. Ich meine, du musst die Anzahl gucken. Ach so, 13. 7,5? Guck mal, 13. Die kleinstmöglichste, ne? Hm. Vielleicht 7. Ich würde 17 sagen. 17? Ja. Komm, probieren wir. Oder? Ach ja. Sieht nicht aus wie eine 1. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Scheiße. Ich versuche mal meins und dann machen wir Hinweise. Also, dann ja. Noch mal von vorne. Auf den Grund zu gehen? Warte, also Grund. Es geht darum, Werte in die Gleichung. Okay. Was hast du gesagt? 7. Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Verdammt, Mann. Warte, komm, lass mich nochmal das also, lesen. Also, dann nochmal von vorne. Okay, warte. Nochmal Aufgabenstellung. Du hast Tipps schon? Komm, der erste machen wir mal. Ein. Okay, cool. Mach zurück. Ey, dieser der erste Tipp ist so nutzlos. Ey, den hätten sie echt sparen können. Nochmal die Aufgabenstellung. Ich kann noch Buch lesen, es ist nicht so viel. 1 plus 2. Steh vor! Ist auch nicht. Dann mal probieren. Wenn diese Gleichung zutreffen, wie lautet dann der kleinstmögliche Wert? Nein, warte mal. Schau vor, das ist wirklich 1 plus 2 gleich 3. Mach mal bitte. Das jetzt richtig ist. Das ist meine Antwort. Ach, verdammt. Ah, schade. So richtig schade. Das ist aber peinlich. Und halt die Fresse. Du musst doch mal die Zahlen durchgehen. Ah! Errechne jeweils hier in der linken Teil der Gleichung, fällt dir dabei nicht eine Regelmäßigkeit bei den Hunden. Ja, guck, guck, guck. Nein! Bei genauer Betrachtung bei seiner Seitengleichung lässt sich erkennen, dass ein Hund wieder... Das hab ich doch eben gesagt. Hast du ihn gesehen? Stimmt. Gerade und ungerade. Nochmal die Notizen sehen. Deswegen dachte ich 17. Wobei, warte, guck mal hier. Hier. Nur 1 ist gerade dann. Wenn eine Katze dazukommt, dann ist es wieder gerade. Gerade, gerade. Das ist das hier. 23 steht da? 13. Na hier. Ja, 23. Ach, ich dachte 25. Okay, dann würde ich 15 sagen. 15? Ja. Hoffentlich geht das so. Ja. Ich kann es
du das? Ich will auch das können. Scheiße! Also muss eine ungerade Zahl sein. Ja. War die kleinstmögliche Zahl. Drei. Drei ungerade Hunde. Drei. Ne, aber guck mal hier, 6 plus 3 ist 9. Ich verstehe diese Mathematik-Kack nicht. 13, warte, 9. 1. 9. 13. 15, 17 haben wir. 13, 14 ist gerade, 16 ist gerade, 17, 19? Nein. 17 haben wir auch schon ausprobiert, ist auch noch nicht. 19? 17 haben wir ausprobiert, 19 noch nicht. Nochmal die Tipps. Nein, nicht das. Berechne jeweils den linken Teil der Berechnung. Falls ihr. Ja. Drück. Genau, was haben wir. Ein Hund, okay, mach zurück. 9. Leute, diese Mathematik für Hunde und Katzen ist behindert. Die soll jemand mal checken. Mach mal 11. Wie kommst du auf 11? Das ist meine Antwort. Also, dann nochmal von vorne. Okay, wir werden mal ein bisschen überlegen. Okay, Alex hat die Antwort rausbekommen. Juhu! Es ist 110. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist so. Jawoll! Hat ja echt lange genug gedauert. Puh, da bin ich aber erleichtert. Ja. Mia, bitte sehr, aber gerne doch. Freut mich, dass ich helfen konnte. Und schönen Tag noch. Jawoll. Es fehlen noch drei, ne? Mhm. Da reingehen und gucken, wer wir sie sind. Komm. Du bist ja später nicht. Na, Chinatown müssen wir nicht. Das ist bestimmt nichts. Das ist bestimmt nichts. Ja. Stimmt. Hast auch recht. Okay, einfach zur Tannensee jetzt? Yep. Ja. Ich komme auch gleich an Rätsel. Hier? Beim Zahnschloss. Ach ja, wir müssen in ein Restaurant wieder. Mhm. Nicht beim Restaurant, zu dem Eisenkuppel-Ding da. Guck, da oben. Achso, Hasen. Und nicht schon wieder. Boah, ey, wie oft wird sie diese Konversation noch führen? Gucken wir mal bei der Tims an. Okay. Später, da müssen wir später hin. Da ist eine richtige Wende der Story. Ja, muss das so sein, da ist egal, Spaß. Da hast du sehr richtig recht. Da müssen wir noch, die sind jetzt versteckt. Okay, ja, kein Rätsel. Sieht doch den meinst du, ne? Ja, dieser Vogelmensch. Hab ich schon. Da ist also die Chance vom Segal Spar. Ich muss in die Kombination, also holen wir. 100? Ist richtig. Achso, okay, 0 Runde. Okay. Okay. Durch Drücken der bunten Knöpfe können auf den 4 Anzeigefeldern da unten abgebildete Vorrichtungen die Ziffern von 0 bis 9 durchgeschaltet werden. Beim Antipp von A, B, C und D verändern sich die Zahlen nach festgelegten Regeln. Deine Aufgabe ist es nun, diese Regeln zu durchschauen und dafür zu sorgen, dass alle Quadrate eine 0 anzeigen. Wie jetzt? Also, dass überall eine 0 auftaucht. So? Durch Ausprobieren. Da haben wir zuerst erste 0. Ja, einfach nur gucken, ne? Ja, ausprobieren so. Ja. Es gibt 2 Möglichkeiten. Ja, wo war das? Eben. Da die erste 0 oder da oben? Da oben ist besser. Okay, da. Ah, ich sehe schon Fehler. Ja. Ich glaube, wir müssen die untere 0 hier bekommen. Ja. Würde ich mal denken. Ist okay. Hier die 0 oder die andere 0? Hier. Ich lass mal so. Okay, dann muss ich die andere 0 hier machen. 8. Boah, mein Magen, Mann. Scheiße. Übertreib da hinten. Ich
Kann das sein? Hey! Das ist meine Antwort. Ging ja schnell. Hast du auch probiert was? Ja, einfach ausprobiert. Ja, okay. Leightons Lehrling ist kein Rätsel zu schwer. Okay. Aktimel muss immer sein. Wie, man trinkt es einfach so? Mhm. Ohne gar nichts, man trinkt es einfach. Also so, zum Genuss? Ja. Ach so. Oh. Pfui, wie feucht und schmutzig hier unten ist. Aber wieso? Das ist doch voll wenig. Wie es scheint, wurde der Tunnel tatsächlich von einiger Zeit den Verfall überlassen. Trockene Fußes kommt man hier jedenfalls mit Sicherheit nicht durch. Kein Wunder, dass die Männer in weißen Kette so war. Ich wüsste, naja. Wir werden ja ganz nass. Wie schade, aber manchmal muss man ein Opfer bringen. Ach, hast du ja leicht reden, du trägst ja auch keine kurze Hose. Aha. Die Männer in der weißen Kette sind Wissenschaftler, die mit jetzt keinem Forschungslabor arbeiten. Um sich eine Pause von ihren anspruchsvollen Arbeit zu gönnen, müssen sie einen Tunnel und die Tänze. Ja. Kapitel 11! Oder nicht? Hey, aber wieso trinkt man das? Abwehrkräfte. Kennst du nicht die Werbung? Doch, aber hilft das echt? Ich weiß nicht, war bisher nie krank. Also du trinkst einfach nur so, ne? Mhm. Was schmeckt. Okay. Na, wer kommt denn da? August. Sie schon wieder? Und ich dachte, dass dieser Tunnel nicht bewacht wäre. Das ist auch so, Kleiner. Ich mach bloß gerade Pause, das fällt mir unten. Aber nun, kann ich natürlich einfach nicht durchlassen. Wir müssen unbedingt weiter, können Sie... Ist es nicht teuer für so wenig trinken? Ja, ist so. Na, von mir aus, ich bin ja sozusagen gerade außer Dienst. Das ist eine 6er-Packung. Trotzdem wenig. Ja, ist so. Ansprüche, was soll ihr da unten forschen? Ihr müsst mindestens 80 Rätsel gelöst haben. Und halt ist ein der Fall zu sein. Das war's schon. Okay, die machen... 120 oder so schon. Mhm. Und wenn schon, ihr könnt den Boss sowieso nicht aufhalten. So schlauer ist keiner. Und da ist es schon beobachtet, wird das nicht lange dauern, bis ihr den Falle tappt. Das werden wir ja sehen. Die Pause vorbei, wir müssen. Ja, lebt wohl. Gibt's da nicht mehr? Gut, das ist ja monumental. Ja, offensichtlich sind wir auf dem Gelände von Dimitris Geheim in der Forschungslabor. Und in den nächsten Part.